Theo Kollest für uns in Sousse vor dem Hotel, dem Ort des Anschlags. Theo Kollest, was ist denn der aktuelle Stand der Ermittlungen? Nun, der aktuelle Stand der Opfer sind 39, sehr viele Verletzte, noch auch schwer verletzt. Das heißt, die Zahl kann sich noch verändern bei den Toten. Wir haben aus dem Umfeld des Gesundheitsministeriums die Zahl 3 deutsche Opfer gehört und um die 10 Verletzte. Aber das sind unbestätigte Zahlen. Die Leichen werden nach Tunis gebracht, sollen dort von den Familien identifiziert werden. Wir rechnen mit einer Pressekonferenz des zuständigen Ministeriums heute am Nachmittag, sodass dann auch die Zahlen klarer werden dürften der Opfer. Es ist so, dass hier in dem Hotel ungefähr 600 Menschen untergebracht waren. Die meisten sind schon abgereist. Es waren ganz wenige, die noch geblieben sind. Auch die werden heute das Hotel verlassen. Das heißt, dann ist dieses Hotel mit 600 Betten zum Beginn der Saison leer. Was passiert dann jetzt dort vor Ort, der Schutz der weiteren Touristen und auch der Ermittlungen? Nun, es gab eine Sitzung hier des Sicherheitsrates. Die Regierung hat mehrere Maßnahmen beschlossen. Man will 60 Moscheen schließen, wo man vermutet, dass Hass geschürt werde. Ich denke mal, dass das Orte sind, die natürlich bekannt sind, die man aber bisher offen gelassen hat. Man ist ja hier in einer schwierigen politischen Situation auch mit Salafistenparteien. Und eine der Maßnahmen, die beschlossen wurden, sei, Parteien zu verbieten, die nicht auf dem Boden der Verfassung stehen. Und da wird es dann ganz schwierig, denn das wären dann die Salafisten. Wenn die in den Untergrund gehen, das wäre dann die Folge, dann wird es erstmal schlimmer hier. Denn dann beginnt der Kampf nochmal ganz neu. Also das ist für die Regierung im Moment eine ganz schwierige Situation, wie man damit umgeht. Also ob man jetzt Härte zeigt und damit möglicherweise kurzfristig noch eine Verschlimmerung in Kauf nehmen wird. Ja, das ist verständlich. Was sagen die Touristen? Konnten Sie mit denen sprechen, diejenigen, die vor Ort sind? Wie werden sie versorgt und wie werden sie vielleicht auch betreut? Diejenigen, die manches vielleicht auch von der Ferne miterleben mussten. Ich habe eben gerade ist wieder ein Bus abgefahren. Die Menschen sind verständlicherweise extrem niedergeschlagen. Das gilt übrigens auch fürs ganze Land. Die Touristen reisen verständlicherweise ab und das ist genau das Drama für das Land, denn das ist das, was die Terroristen mit ihrer Aktion wollen. Sie wollen diesen Teufelskreis auslösen, dass die Touristen aus Angst das Land verlassen, damit die Wirtschaft massiv geschwächt wird, denn jetzt beginnt die große Touristensaison, die sich gut anließ, endlich wieder. Und das bricht jetzt vollkommen ein. Also das Hotel, in dem wir untergebracht waren, da sind ungefähr 700 Leute, das ist eine ganze Ecke von hier entfernt. 600 haben gestern an der Rezeption erklärt, sie wollen abreisen. Wie gesagt, dieses Hotel hier ist leer. Es sind über Nacht alleine 13 Maschinen von hier weggeflogen mit Touristen. Ich glaube, das wird das Land ganz schwer treffen. Und das wissen die Menschen hier. Sie wissen, dass ihnen da die Arbeitsplätze verloren gehen. Und das ist natürlich eine ganz furchtbare Situation, jetzt mal losgelöst von dem Anschlag und den Opfern selbst. Ja, da müssen wir noch mal gerade weiter drüber nachdenken. Also wenn das Land geschwächt wird, davon muss man ja ausgehen, als eines der wichtigsten Einkunftsquellen, nämlich durch den Tourismus, der einbricht. Was ist dann das Ziel der Attentäter? Was ist das Ziel, wenn es der IS ist, der dahinter steht? Eine Destabilisierung im Grunde des Landes, also der politischen Führung und der Wirtschaft. Also gestern hat die Salafistenpartei auch noch ganz offen erklärt, im Grunde diese Maßnahmen noch befördernd, wenn der Staat nicht für Sicherheit, wenn er keine Sicherheit gewährleisten kann, dann soll er doch verschwinden. Also es geht im Grunde um die Destabilisierung dieses Musterschülers aus westlicher Sicht ja auch. Für uns ist ja Tunesien zu Recht der Musterschüler der arabischen Revolution, des arabischen Frühlings. Hier gab es demokratische Regierungswechsel. Also die Demokratie funktioniert hier gut und genau das ist natürlich den Dschihadisten und den
terroristischen Kreisen ein Dorn im Auge, denn sie haben hier einen Staat, der das Gegenbeispiel zu ihrem eigenen Entwurf ist. Insofern ist Tunesien da ein allererstes Ziel. Es ist ein kleiner Staat, es ist ein relativ schwaches Land und es ist in unmittelbarer Nachbarschaft auch zu einem zerfallenden Staat Libyen, der voller Waffen steckt und steckte in den vergangenen Jahren, nachdem das Gaddafi-Regime zusammengebrochen war, sind natürlich auch viele Waffen über die Grenze gekommen. Also da ist jede Menge Potenzial für Destabilisierung. Theo Koll, vielen Dank für Informationen und Einschätzungen und Hintergründe für den Moment. Danke nach Sousse.